Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich wünsche Ihnen allen einen schönen Tag. Die Sitzung ist eröffnet. Interfraktionell ist vereinbart worden, die Tagesordnung um die in der Zusatzpunkteliste aufgeführten Punkte zu erweitern. Von der Frist für den Beginn der Beratung soll soweit erforderlich abgewichen werden. Die Tagesordnungspunkte 5, 18, 25 sowie die Tagesordnungspunkte 7 Buchstabe B und 26 Buchstabe E werden abgesetzt. Tagesordnungspunkt 11 wird nach Tagesordnungspunkt 7 aufgerufen. Die weiteren Punkte der Koalitionsfraktionen verschieben sich entsprechend. Außerdem soll die Unterrichtung durch die Bundesregierung zur Holzbauinitiative auf Drucksache 7500 überwiesen werden. Vorgeschlagen zur Federführung ist der Ausschuss für Wohnen, Stadtentwicklung, Bauwesen und Kommunen. Mitberatend sind der Wirtschaftsausschuss, der Ausschuss für Ernährung und Landwirtschaft, der Ausschuss für Umwelt, Naturschutz, nukleare Sicherheit und Verbraucherschutz sowie der Ausschuss für Klimaschutz und Energie. Schließlich mache ich auf eine nachträgliche Ausschussüberweisung im Anhang zur Zusatzpunkteliste aufmerksam. Ich sehe keinen Widerspruch. Dann sind Sie damit so einverstanden. Dann ist das so beschlossen. Der Abgeordnete Martin Reichert hat fristgerecht Einspruch gegen die beiden ihm in der 155. Sitzung erteilten Ordnungsrufe eingelegt. Beide Einsprüche wurden nicht abgeholfen. Die Einsprüche werden als Unterrichtung verteilt. Gemäß § 39 der Geschäftsordnung sind die Einsprüche auf die heutige Tagesordnung zu setzen. Der Bundestag hat über die Einsprüche ohne Aussprache zu entscheiden. Die Entscheidungen über die Einsprüche werden als Zusatzpunkt 6 und 7 nach Tagesordnungspunkt 4, das ist nach jetzigem Stand gegen 18 Uhr, aufgerufen. Ich rufe nun auf den Tagesordnungspunkt 1, Befragung der Bundesregierung. Die Bundesregierung hat mitgeteilt, dass heute der Bundeskanzler, Herr Olaf Scholz, zur Verfügung steht. Herr Bundeskanzler, Sie haben das Wort für Ihre einleitenden Ausführungen. Schönen Dank für die Gelegenheit, hier ein paar Worte zu sagen. Ich will mich auf wenige Bemerkungen am Anfang beschränken und dann werden wir gemeinsam die Fragen erörtern. Zunächst einmal, die Bundesregierung hat heute weitreichende Entscheidungen getroffen zum Bürokratieabbau in Deutschland. Das Bürokratieentlastungspaket 4 ist auf den Weg gebracht worden und das hat unmittelbare Entlastungswirkung von 1 Milliarde. Wenn man das Gesamtpaket, das schon in Meseberg auf den Weg gebracht wurde, zusammenfasst, sind es 3 Milliarden mit vielen anderen Entlastungsmaßnahmen noch viel mehr. Und das ist auch der richtige Weg, wie wir dazu beitragen, dass Tempo, Geschwindigkeit, aber auch der notwendige Fortschritt in unserem Land stattfinden kann. Bürokratieentlastung ist eine der großen Aufgaben der Bundesregierung, eines unserer großen Vorhaben. Und da haben wir heute einen großen weiteren Schritt vorangebracht. Ich will noch einmal in Erinnerung rufen, die große Verständigung zwischen der Regierung und den 16 Ländern in Deutschland über den Deutschlandpakt mit vielen, vielen Vorhaben, insgesamt 100 weiteren Maßnahmen, die in Arbeit und Abarbeitung sind, in Regierung und Parlament. Auch das wird genau dieses Ziel weiter verfolgen. Vor kurzem hat die Bundesregierung auch auf den Weg gebracht, ihre Beratung, ihre Vorschläge zu einem weiteren Rentenpaket. Die Rente ist wichtig für Millionen Bürgerinnen und Bürger, die sie heute beziehen. Sie ist wichtig für diejenigen, die jetzt mit 17 die Schule verlassen, eine Berufsausbildung beginnen und sich vorgenommen haben, viele Jahrzehnte zu arbeiten. Und sie müssen ein paar Klarheiten von uns haben. Die eine Klarheit ist, dass es nicht darum gehen wird, immer weiter das gesetzliche Renteneintrittsalter anzuheben. Die andere Klarheit ist, dass sie sich auf das, wofür sie einzahlen, auch verlassen können. Und deshalb ist es für die Bundesregierung wichtig, dass wir uns auf den Weg gemacht haben, das Rentenniveau zu stabilisieren, weit über 2025 hinaus. Das war eines der großen Versprechen vor der Wahl. Das ist eine Verständigung in der Regierungskoalition gewesen als Vorhaben für diese Legislaturperiode. Das wird jetzt geschehen. Wir stabilisieren das
Rentenniveau langfristig. Und wir ergänzen das mit einem Generationenkapital, um zusätzliche Mittel zu mobilisieren, diese Stabilität von Rentenfinanzen auch zu organisieren, die notwendig ist für das, worauf man sich verlassen will, nämlich eine stabile Rente. Die Bundesregierung ist unverändert dabei, zusammen mit dem Deutschen Bundestag alles dafür zu tun, dass die Ukraine sich gegen den russischen Angriffskrieg verteidigen kann. Das ist wichtig. Und Deutschland ist vorne dabei. Wenn wir Europa anschauen, dann sind die militärischen Unterstützung, die Waffenlieferung, die Deutschland mobilisiert hat und in Aussicht gestellt hat, zusammen 28 Milliarden Euro, 30 Milliarden Dollar. Das ist mehr, als alle anderen in Europa möglich gemacht haben. Und das gilt übrigens auch für das laufende Jahr, wo in dem Haushalt über 7 Milliarden Euro an Unterstützung für die Ukraine vorgesehen sind. Ich sage ausdrücklich, diese Unterstützung ist weiter notwendig. Es ist zentral, dass wir der Ukraine die notwendige Hilfe geben, damit sie sich verteidigen kann. Und das bedeutet, sie braucht weiter Munition, sie braucht weiter Waffen, die ihr geliefert werden. Sie braucht vor allem auch Luftverteidigung. Alles das leistet Deutschland. Und wir stehen zu diesem Beitrag und werden ihn dringend weiter mobilisieren. Ich will auch gerne den Stier bei den Hörnern packen und noch einmal ausdrücklich sagen, dass aus meiner Sicht es dringend notwendig ist, dass wir bei allen Entscheidungen, gerade wenn wir so viel unternehmen und wenn wir so viele Dinge auch auf den Weg bringen, es zentral bleibt, dass wir jede einzelne Entscheidung sorgfältig abwägen. Und Besonnenheit ist nicht etwas, was man als Schwäche qualifizieren kann, wie einige das tun, sondern Besonnenheit ist das, worauf die Bürgerinnen und Bürger in diesem Land einen Anspruch haben. Und dazu gehört auch, dass es für mich ausgeschlossen ist, bei weitreichenden Waffensystemen solche zu liefern, die nur sinnvoll geliefert werden können, wenn sie auch mit dem Einsatz deutscher Soldaten auch außerhalb der Ukraine verbunden wären. Das ist eine Grenze, die ich als Kanzler nicht überschreiten will. Und deshalb habe ich mich so entschieden und meine Position in dieser Frage so dargestellt, wie Sie das kennen. Ich halte es für erforderlich, dass wir bei der Lieferung von Waffen sicherstellen, dass es keine Beteiligung deutscher Soldaten gibt. Ansonsten will ich ausdrücklich dazu sagen, dass es aus meiner Sicht auch wichtig ist, dass wir das, was wir vorangebracht haben, dann auch umsetzen und dass wir uns unterhaken und dass wir eng zusammenarbeiten. Deshalb ist es für mich ein großer Moment gewesen, dass wir zuletzt bei der Zusammenkunft der Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten untereinander, die ich besuchen konnte, noch einmal gemeinsam festgehalten haben, dass wir sehr weitreichende Zielsetzung miteinander vereinbart haben, dass wir sehr weitreichende Beschlüsse gefasst haben und Gesetze auf den Weg gebracht haben, die mehr bewirken als alles, was in den letzten 20 bis 25 Jahren im Bereich Offenheit und Migration, aber auch im Bereich des Managements der irregulären Migration beschlossen worden ist. Das war ein Moment des Unterhakens von gemeinsamer Politik. Und ich finde, das sollte auch der Weg sein im Umgang mit solchen Herausforderungen wie der irregulären Migration. Es ist nicht richtig, immer wieder neu das Thema aufzurühren, sondern es ist jetzt wichtig, sich an die Arbeit zu machen und die vielen weitreichenden Gesetze Realität werden zu lassen, die wir jetzt im Deutschen Bundestag beschlossen haben und die die Länder mit uns gemeinsam auf den Weg gebracht haben. Vielen Dank. Wir beginnen jetzt mit der Befragung und ich weise alle noch mal darauf hin, sich an die vorgeschriebenen Zeiten für die Fragestellung und auch übrigens für die Beantwortung zu halten, damit möglichst viele Fragen gestellt werden können. Das Wort hat zuerst aus der CDU-CSU-Fraktion Dr. Johann Wadephul. Jetzt geht's. Herr Bundeskanzler, ich möchte
den Stier auch bei den Hörnern packen und die Gelegenheit nutzen, Sie endlich dazu fragen zu können, nachdem Sie es verabsäumt haben, am 22. Februar einer mehr als dreistündigen Debatte dieses Hauses beizuwohnen und dazu etwas zu sagen und auch keine Zeit hatten, im Verteidigungsausschuss etwas zu sagen. Was ist jetzt Ihre wirkliche Erklärung dafür, dass Sie sich weigern, den Taurus zu liefern? Ist es der Einsatz, der notwendige, aus Ihrer Sicht notwendige Einsatz von deutschen Soldaten in der Ukraine, was die Luftwaffenoffiziere bestreiten? Ist es Ihre zweite Version, dass Sie die Kontrolle über den Einsatz nicht mehr hätten, was Sie vor einer Schülergruppe in Sindelfingen gesagt haben? Oder ist es noch weitergehend, dass Sie auch sagen, deutsche Soldaten dürfen der Ukraine auch in Deutschland, also außerhalb der Ukraine, wie Sie es gerade eben formuliert haben, nicht helfen? Das würde ja auch die Ausbildung ukrainischer Soldaten hier in Deutschland infrage stellen. Können Sie das bitte aufklären? Schönen Dank für Ihre Fragen und dafür, dass ich die Gelegenheit habe, mit einer Ansammlung von Halbwahrheiten, die in der öffentlichen Diskussion verbreitet werden, um einen falschen Eindruck zu erwecken, aufzuräumen. Zu diesen Halbwahrheiten gehört zum Beispiel, dass viele, die ein gutes Wissen über die Details dessen haben, was andere machen und was wir machen, das immer weglassen, weil sie darauf gerechnet haben, dass darüber nie diskutiert wird und sie nicht dabei ertappt werden, wie sie vieles Wissen, das sie haben, der Öffentlichkeit Deutschlands nicht weitersagen. Und deshalb auch die klare Aussage. Es handelt sich um eine weitreichende Waffe, die bis zu 500 Kilometer reicht. Und es ist eine Waffe, wo ich es nicht für verantwortbar halte, sie ohne die Beteiligung von deutschen Soldaten im Einsatz verfügbar zu machen. Sehr klar als Aussage, das habe ich bei vielen Gelegenheiten wiederholt und wiederhole ich hier noch einmal. Wenn man das so sieht, geht es nicht darum, ob das in der Ukraine stattfindet oder ob die Einsatzplanung, die Beteiligung bei der Auswahl der Ziele in Deutschland stattfindet. Und es ist auch lächerlich, dass dann mit der guten, umfassenden Ausbildung von Ukrainerinnen und Ukrainern in Deutschland in einen Topf zu werfen. Es geht um die Beteiligung daran, wohin gezielt wird, wohin geschossen wird und wohin getroffen wird. Und das sollte nicht mit deutschen Soldaten. Sie dürfen eine Nachfrage stellen. Herr Bundeskanzler, ich versuche eigentlich mit Ihnen sachlich über das Thema zu reden und wir brauchen uns hier nicht vorwerfen, wer hier lächerliche Ausführungen macht oder nicht. Wir haben eine starke Verwirrung in Deutschland und auch bei den Verbündeten darüber, was für Ihre Entscheidung maßgebend ist. Und für diese Verwirrung sind Sie bedauerlicherweise selbst verantwortlich. Und wenn ich jetzt Ihre Antwort zugrunde lege und Sie sagen, es müssten deutsche Soldaten, wenn nicht in der Ukraine, dann in Deutschland den Vorgang kontrollieren und überwachen, dann ist das eine Misstrauenserklärung an die Ukraine. Was bewegt Sie eigentlich? Was bewegt Sie eigentlich der Ukraine, der Sie ja gerade eben in Ihren Eingangsausführungen noch zugesichert haben, dass wir an Ihrer Seite stehen? Was bewegt Sie eigentlich, dieses tapfere Volk und diese Armee, die sich bisher an alle Absprachen gehalten hat, ihr so zu misstrauen? Herr Kollege, die Bürgerinnen und Bürger haben Angst vor Ihnen. Die Bürgerinnen und Bürger haben Angst vor Ihnen, weil sie natürlich Sorge haben, wenn sie hören, dass verantwortliche Politikerinnen und Politiker mit psychologischen Kategorien Fragen, die mit Krieg und Frieden zu tun haben, zu bewerten versuchen. Und es ist etwas, wovor Bürgerinnen und Bürger sich Sorgen machen, wenn Besonnenheit und Abwägung als Zögerlichkeit und Feigheit oder sonst was beschrieben wird. Und es ist etwas, wovor sich die Bürgerinnen und Bürger fürchten, wenn zum Beispiel mit der Kategorie »Vertrauen Sie denen oder nicht?« gefragt und diskutiert wird, obwohl es doch darum geht, die Sicherheit der Bundesrepublik Deutschland zu garantieren. Und darauf habe ich einen Eid geleistet, Herr Kollege. Sie haben das Recht zu einer zweiten Nachfrage. Einfach wiederholen, und es geht jetzt hier nicht darum, das machen Sie zum zweiten Mal, den Fragesteller persönlich anzugreifen. Wenn es Ihnen gut tut, machen Sie es gerne. Es beantwortet nur die Frage nicht. Es beantwortet die Frage nicht, Herr Bundeskanzler. Warum halten Sie den Einsatz deutscher Soldaten, wenn nicht in der Ukraine, dann in Deutschland, für notwendig?
Warum vertrauen Sie nicht den ukrainischen Soldaten, der ukrainischen Armee, dass sie dieses System genauso wie andere Waffensysteme verantwortungsvoll einsetzt und sich an alle Vereinbarungen hält? Diese schlichte Frage müssen Sie beantworten. Ich wiederhole meinen Vorhalt Ihnen gegenüber und will das ausdrücklich sagen. Wir vertrauen der Ukraine. Deshalb ist Deutschland unter den europäischen Staaten mit Abstand der größte Lieferant von Waffen. Das ist ein großes Vertrauen. Und ich will ergänzen, die Ukrainerinnen und Ukrainer vertrauen auch Deutschland, weil sie verstanden haben, es gibt keinen, der so viel und so verlässlich für sie an Unterstützung gewährleistet hat in Europa wie dieses Land. Und es ist etwas ganz Bemerkenswertes, dass in dem Land, das das Allermeiste für die Ukraine tut in Europa, eine solche Diskussion stattfindet. Das ist ehrlicherweise auch der Aufgabe, die wir als Land in diesem Konflikt haben, nicht wirklich angemessen. Die nächste Frage stellt aus der Fraktion Bündnis 90 Die Grünen Dr. Konstantin von Notz. Es gibt, ich erkläre das gerade, keine Nachfragen. Es ist eine Kanzlerbefragung, das ist ein anderes Format. Das haben wir vereinbart mit den Fraktionen. Tut mir leid. Frau Präsidentin, vielen Dank. Herr Bundeskanzler, guten Tag. Herr Bundeskanzler, es hat in dieser Woche eine bemerkenswerte und sehr beunruhigende Veröffentlichung des Spiegels und des Standards und des ZDFs gegeben zu den Hintergründen von Wirecard und Jan Masalek. Und ich würde Sie bitten, eine Einschätzung der Bundesregierung bezüglich dieser Rechercheergebnisse zu geben. Es ist dringend erforderlich, dass wir alle Aufklärungsmöglichkeiten nutzen, dass die Sicherheitsbehörden des Landes mit ihrer Aufklärungsarbeit vorankommen. Und natürlich ist es auch Aufgabe der zuständigen Justizeinrichtung, in den Verfahren, die dort im Gange sind, alles zur Aufklärung beizutragen. Aber es gebietet sich aus der Natur der Sache, dass ich Ihnen über die Details dieser Veröffentlichung und die Einschätzung der Dienste hier an dieser Stelle nicht mehr Konkretes sagen kann. Aber es ist etwas, das sehr bemerkenswert ist, wie Sie zu Recht gesagt haben, und was auch mit Nachdruck verlangt, dass wir all den jeweils dort erhobenen, also ausgeführten Informationen nachgehen. Sie dürfen eine Nachfrage stellen. Herzlichen Dank. Nach der Einschätzung der Dienste hatte ich gar nicht gefragt. Aber ich mich habe würde, das so verstanden. Mich würde tatsächlich interessieren, Herr Scholz, wie Sie drauf gucken. Und wir sehen in dieser Woche, gerade war das ja Teil dieser Diskussion, illegitime Einflussnahme durch Hacks und Leaks. Wir sehen Anschläge auf die kritische Infrastruktur. Wir merken der Informationskrieg, aber auch Sabotageaktionen, einfach sozusagen das Angreifen unseres Rechtsstaats und der Demokratie. Das ist tatsächlich und es läuft jetzt. Was sind die Strategien der Bundesregierung? Ich sag mal, Stichwort Krittes Dachgesetz und anderes, um sich dagegen als Rechtsstaat wehrhaft zu behaupten. Schönen Dank auch für die Nachfrage, weil das ist ja genau das, worum es geht. Und das ist ein ernstes Thema. Ich glaube, dass wir uns überhaupt nichts vormachen dürfen. Die Bedrohung, auch durch das, was an nachrichtendienstlicher Tätigkeit, was an Desinformation stattfindet, durch das, was an Gefährdung unserer kritischen Infrastruktur stattfindet, ist sehr hoch. Und deshalb muss das eine viel größere Aufmerksamkeit bekommen, als es in den letzten Jahren und Jahrzehnten bekommen hat. Deshalb muss es auch für alle in Deutschland, den Bundesstaat, die 16 Länder, viele, die anderswo Verantwortung haben, für kommunale Einrichtungen, für Unternehmen von zentraler Bedeutung sein, dass sie sich in dem Sinne abwehrbereit machen und unterstellen, dass sie solchen Bedrohungen, auch hybriden Bedrohungen, ausgesetzt sind. Mit dem Krittes-Dach-Gesetz, das wir planen, mit verschiedenen anderen Maßnahmen, die wir zum Ausbau unserer Überwachungsmöglichkeiten von Angriffen auf unsere kritische Infrastruktur unternehmen, versuchen wir, den Beitrag zu leisten, den unser Land richtigerweise leisten muss. Und es wird uns noch viele Jahre viel Aufwand kosten, dass wir immer in der Lage sind, mit denjenigen, die uns auf diese Weise gefährden wollen, mitzuhalten und sie zurückzuweisen. Die nächste Frage stellt aus der AfD-Fraktion Rüdiger Lukassen.
Herr Bundeskanzler, seit 2 Jahren liefern Sie Waffen an die Ukraine. Seit 2 Jahren ziehen Sie auch immer wieder rote Linien und können diese dann nicht halten. Wir haben es bei Schützenpanzern erlebt, bei Flugabwehrsystemen, bei dem Kampfpanzer Leopard. Jetzt streiten Sie in der Koalition über den Marschflugkörper Taurus und wieder haben Sie, Herr Bundeskanzler, eine rote Linie gezogen. Sie haben gesagt und gerade eben wiederholt, wir dürfen an keiner Stelle und an keinem Ort mit den Zielen, die dieses System erreicht, verknüpft sein. Die AfD unterstützt Sie dabei ausdrücklich. Sie haben den Kriegstreibern hier im Parlament gerade eben Ihre Gründe dazu wiederholt dargelegt. Meine Frage, Herr Bundeskanzler, können Sie uns und den Deutschen heute und an dieser Stelle genauso klar versprechen, dass es bei Ihrem Nein zu einer Lieferung von Taurus-Marschflugkörpern an die Ukraine bleibt? Auf diese Unterstützung verzichte ich, wenn ich das bemerken darf. Aber ich will gerne Ihre Frage beantworten. Es ist für mich völlig klar, dass wir alle Entscheidungen sorgfältig wägen müssen. Und trotzdem sind wir diejenigen gewesen, die vieles als allererste geliefert haben und auch richtigerweise. Ich will noch einmal daran erinnern, wir waren die Ersten, die zum Beispiel mit dem Mehrfachraketenwerfer Mars zusammen mit Briten und Amerikanern den Ukrainern sehr weitreichende Verteidigungsmöglichkeiten in diesem Krieg zur Verfügung gestellt haben. Wir haben ganz vorneweg Kampfpanzer geliefert, allerdings niemals im Alleingang, sondern immer zusammen mit unseren amerikanischen Verbündeten zum Beispiel. Für mich ein ganz zentrales Kriterium. Und wir sind auch ganz vorne dabei, wenn es um die Luftverteidigung geht, etwa mit dem Flakpanzer Gepard, wovon wir schon sehr viele geliefert haben, etwa wenn es darum geht, mit IRIS-T, einem in Deutschland entwickelten und produzierten System, ganz substanziell zur Luftverteidigung der Ukraine beizutragen oder etwa wenn wir Patriot-Systeme liefern. Aber ich will auch klar sagen, das, was ich als Position in dieser Frage habe, was dieses konkrete Waffensystem betrifft, habe ich ja deshalb klar formuliert, weil meine Haltung klar ist. Herr Lukassen, bevor ich Ihnen das Recht zu einer Nachfrage gebe, bitte ich noch mal einmal auf die Wortwahl zu achten. Sie haben ja gerade unterstellt, dass hier überwiegend oder fast alle, so habe ich es verstanden, als Kriegstreiber bezeichnet werden. Das ist unparlamentarisch und auch nicht in Ordnung. Deswegen bitte bei der Nachfrage auf die Wortwahl achten. Herr Bundeskanzler, die Unterstützung der AfD werden Sie vielleicht irgendwann mal nötig haben. Herr Bundeskanzler, trifft Ihr Nein zu Lieferungen von Taurus auch für andere deutsche weitreichende strategische Waffen, die auf das Territorium der Russischen Föderation wirken können und die unter Umständen von deutschen Soldaten auch außerhalb des ukrainischen Territoriums bedient werden müssen, zu? Ich weiß gar nicht, wovon Sie sprechen, deshalb kann ich dazu auch nichts sagen. Sie kennen all die Dinge, über die wir geredet haben, und wir reden über jeweils konkrete Vorhaben, die die Bundesregierung verfolgt, zusammen mit ihren Freunden und Verbündeten, um die Ukraine bei ihrem Abwehrkampf zu unterstützen. Und das will ich hier noch einmal sagen. Es ist Russland, das die Ukraine angegriffen hat. Und es ist unsere verdammte Pflicht, das unschuldige ukrainische Volk bei der Selbstverteidigung zu unterstützen. Die nächste Frage stellt aus der SPD-Fraktion Tanja Machalit. Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrter Herr Bundeskanzler, Sie haben das Thema Rente ja in Ihren einführenden Bemerkungen schon angesprochen. Wir haben ja in den letzten Wochen und Monaten immer wieder Diskussionen über die Erhöhung des Renteneintrittsalters geführt, von interessierten Kreisen immer wieder ins Feld geführt, auch das Thema Kopplung des Renteneintrittsalters an die Lebenserwartung. Wir haben uns dazu klar positioniert als SPD, weil das einer Rentenkürzung gleich käme. Und Sie haben ja schon darauf verwiesen, was die Bundesregierung jetzt tun will, um die Renten dauerhaft zu sichern. Wie stehen Sie zum
Thema Kopplung des Renteneintrittsalters an die Lebenserwartung? Und können Sie noch mal ein bisschen erläutern, was genau die Regierung jetzt auf den Weg bringt, um für sichere Renten zu sorgen? Wer heute, ich habe es eben schon gesagt, mit 17 die Schule verlässt, hat 5 Jahrzehnte Arbeit vor sich, weil er wird das gesetzliche Renteneintrittsalter von 67 erreichen müssen. Das gilt für die heutigen jungen Leute. Aber gerade weil das so ist, muss es auch Klarheit geben, dass eine Diskussion über eine ständige Verlängerung und Ausweitung des gesetzlichen Renteneintrittsalters kontraproduktiv ist, weil sie Vertrauen gefährdet junger Leute darin, dass sie in ein System einzahlen, das sich am Ende für sie auch auszahlt. Und das, finde ich, ist etwas, worauf sich alle verlassen können müssen. Im Übrigen möchte ich in der kurzen Zeit, die hier für die Beantwortung der Fragen zur Verfügung steht, nur eines sagen. All diejenigen, die jetzt mit dieser Argumentation kommen, haben ja gleiche Debatten auch schon mal geführt in den 90er Jahren des letzten Jahrhunderts. Und ehrlicherweise hat keiner von denen sich bisher zu Wort gemeldet und einmal zugegeben, dass er sich damals verrechnet hatte, weil uns nämlich etwas gelungen ist in den letzten mehr als 20 Jahren, worauf keiner gekommen war. Nämlich, dass wir die Zahl der Beschäftigten in Deutschland, die Zahl derjenigen, die hier erwerbstätig sind, massiv ausweiten. Wir haben einen Beschäftigungsrekord in diesem Land und das garantiert uns heute stabile Rentenfinanzen und einen viel geringeren Beitrag als damals vorhergesagt. Sie dürfen eine Nachfrage stellen. Ja, Rente ist ja ein Teil des Sozialstaats. Zu selten wird der Sozialstaat als integraler Teil einer funktionierenden Demokratie und Marktwirtschaft gesehen. Stattdessen werden ja gerade im Moment auch wieder Kosten und die Ausgestaltung als großes wirtschaftliches und politisches Problem skizziert. Widerspricht das nicht den Fakten und unterschätzen wir nicht aus Ihrer Sicht vielmehr die Effektivität und Bedeutung für Demokratie und Wirtschaft und vor allem auch für den gesellschaftlichen Zusammenhalt? Ich will es kurz sagen. Erstmal, es widerspricht in der Tat den Fakten, wenn wir die volkswirtschaftlichen Statistiken angucken. Und für den Bundeshaushalt hat es zwar jetzt Steigerungen in der Vergangenheit gegeben, die hatten aber mehr mit der Bekämpfung von Corona-Krise und den wirtschaftlichen Folgen des russischen Angriffskriegs zu tun, als mit allem, was sonst so diskutiert wird. Aber gleichzeitig will ich auch ganz klar sagen, mit Helmut Schmidt, neben der Demokratie ist der Sozialstaat eine der größten Errungenschaften, die unser Land erkämpft hat. Wir sollten ihn bewahren. Nächste Frage stellt aus der FDP-Fraktion Alexander Müller. Herr Bundeskanzler, dieses Parlament hat vor 3 Wochen einen Beschluss gefasst, in dem wir fordern, dass die Bundesrepublik Deutschland die Ukraine unterstützen soll bei ihrem Beitritt in die NATO, in die EU. Wir haben auch beschlossen, dass die Ukraine den Krieg gewinnen muss, dass sie ihre volle territoriale Integrität wiedererlangen muss und dass die deutsche Munitions- und Rüstungsindustrie stärker gefördert werden muss, um mit der Produktion hinterherzukommen durch Verpflichtungsermächtigungen und so weiter. Diese Ziele gehen ja ein Stück weit darüber hinaus, über die Dinge, die Sie bis jetzt als Ziele der Bundesregierung benannt haben. Was wird denn die Bundesregierung unternehmen, um diesen Zielen nachzukommen? Wie Sie wissen, habe ich dem Antrag, der hier im Deutschen Bundestag beschlossen wurde, als Abgeordneter zugestimmt. Und das ist mir nicht so passiert, sondern das fand ich richtig. Damit könnte ich eigentlich die Frage beantwortet lassen, aber ich will noch ein paar Ergänzungen machen. Es war mir sehr wichtig, den Weg für die Ukraine in die Europäische Union offen zu machen. Sie wissen, das hat im letzten Jahr darüber eine sehr intensive Diskussion gegeben im Europäischen Rat, weil das ja einstimmig von allen 27 Mitgliedstaaten unterstützt werden muss und musste. Und es war mir schon sehr wichtig, sehr viel dafür zu tun, dass genau das gelingt. Und entsprechende Regelungen haben wir auch diskutiert, wenn es etwa um die NATO-Familie geht. Sie kennen die Beschlüsse, die wir in Vilnius gefasst haben, und zu denen bekenne ich mich voll und ganz. Das ist das, was die NATO-Gemeinschaft miteinander beschlossen hat, die ja sehr froh ist, gerade neue Mitglieder zu haben. Finnland und Schweden sind der NATO beigetreten.
Und ansonsten geht es in der Tat darum, dass wir jetzt alles mobilisieren, was möglich ist, damit die Ukraine genügend hat zur eigenen Verteidigung. Dazu zählt zum Beispiel Artillerie und Munition. Da fehlt es an vielen Enden und Ecken. Und es ist ein ganz, ganz großer Fortschritt, dass wir gemeinsam in Paris besprochen haben und jetzt auch umsetzen, dass wir bei der Beschaffung von Munition die Zeit bitte, Herr. Dass wir bei der Beschaffung von Munition uns nicht nur auf das Territorium der Europäischen Union und ihrer Mitgliedstaaten beschränken. Die Unterstützung der Ukraine ist keine Maßnahme der Wirtschaftsförderung für einzelne Länder, sondern das ist etwas, was notwendig ist, um Sicherheit zu gewährleisten und das Land in die Lage zu versetzen, sich zu verteidigen. Und unter dieser Munition muss auch welche sein, die weiter reicht als vieles von dem, was jetzt nur noch zur Verfügung steht. Deshalb weise ich noch mal darauf hin, wir waren vorne dabei, als es zum Beispiel mit Mars-Raketenwerfern um sehr weitreichende Waffen ging. Sie dürfen eine Nachfrage stellen. Weil jetzt gerade, wo es spannend wurde, die Zeit nicht mehr gereicht hat, will ich Ihnen dafür noch mal die Gelegenheit geben. Wir haben ja auch beschlossen, dass wir durch langfristige Abnahmeverpflichtungen bei der deutschen Rüstungs- und Verteidigungsindustrie oder durch Verpflichtungsermächtigungen Möglichkeiten schaffen wollen, bei uns auch die Kapazitäten zu erhöhen, um auch besser in der Lage zu sein, die Ukraine zu unterstützen. Sie haben lobenswerterweise in Unterlüß ein Werk mit eingeweiht, aber das kann ja nur der Anfang sein, das muss ja weitergehen. Gibt es konkrete Ideen, konkrete Pläne der Bundesregierung, wie wir dort weiter unterstützen können? In 30 Sekunden. In 30 Sekunden, ja. Aber der Spatenstich in Niedersachsen war ganz, ganz wichtig, aber ist ja nur ein Zeichen dafür, wir brauchen so langfristige Verträge und wir müssen wegkommen von der Vorstellung, dass Beschaffungen für die Bundeswehr sind so wie Beschaffung aus dem Regal. Man bestellt was, Ersatzteile fürs Auto oder für den eigenen Fuhrpark, sondern es geht darum, dass wir etwas machen, wo wir langfristige Verträge mit der Wirtschaft abschließen, auch andere europäische Verbündete einladen, mitzumachen, damit wir zu größeren Zahlen kommen und damit wir eine dauerhafte Unterstützung durch die Produktion für unsere eigene Verteidigungsfähigkeit haben. Die nächste Frage stellt für die CDU-CSU-Fraktion Jürgen Hart. Dankeschön, Frau Präsidentin. Herr Bundeskanzler, seit Bestehen der deutsch-französischen Freundschaft haben es die französischen Staatspräsidenten bzw. die deutschen Bundeskanzler oder Bundeskanzlerinnen stets vermieden, in der Öffentlichkeit sich zu widersprechen. Das ist leider in den letzten Monaten anders geworden. Konkret in der Frage der Ukraine hat es in den letzten Tagen ja Widersprüche gegeben, die meines Erachtens von Ihnen ausgegangen sind. Gibt es einen Grund für diesen Strategiewechsel oder ist das ein Ausrutscher, den Sie zu korrigieren und zu beheben gedenken? Ich verstehe Ihre Frage nicht ganz. Erstmal ist die Zusammenarbeit zwischen Deutschland und Frankreich sehr intensiv und Emmanuel und ich werden uns am Freitag wieder in Berlin treffen. Das ist vielleicht ein Ausdruck dafür, dass alles, was Sie hier unterstellt haben, gar nicht stimmt. Aber vielleicht konnte das in Ihrer Vorbereitung noch keiner ahnen. Aber auf alle Fälle ist es so, dass wir eng zusammenarbeiten und die Stärke der Zusammenarbeit kommt insbesondere daraus, dass wir auch das dann tun, wenn in einzelnen Fragen beide Länder unterschiedlicher Meinung sind. Aber das ist wichtig, dass wir aus diesen unterschiedlichen Meinungen dann etwas Gemeinsames als Vorschlag auch für die Zukunft Europas entwickeln. Das haben wir und das werden wir auch weiter tun, weil es ja darauf ankommt, dass wir dann das als einen Vorschlag präsentieren, der für alle 27 Mitgliedstaaten und die künftigen immer eine große Bedeutung hat. Und darum geht es in der deutsch-französischen Zusammenarbeit, die eben nicht nur historisch eine große Funktion hat, sondern jeden Tag lebendig ist. Sie dürfen eine Nachfrage stellen. Das französische Institut für internationale Beziehungen sagt une relation chaotique zum Verhältnis Deutsch-Frankreich im Augenblick. Die britische Vorsitzende des Auswärtigen Ausschusses hat gesagt, ihre Haltung in der Ukraine-Frage sei falsch und unverantwortbar und ein Schlag in das Gesicht der Partner. Ich möchte Sie jetzt nicht bitten, sich diese Position zu eigen zu machen, aber es ist doch eine erhebliche Belastung für das Verhältnis der Völker untereinander, wenn das jeweils über die andere Seite geglaubt wird. Was gedenken Sie dagegen zu tun? Die Zusammenarbeit mit den Regierungen aus Großbritannien und Frankreich ist gut, wie ich eben schon beschrieben habe.
Und ich glaube, dass auch alle dort genau wissen, anders als die Abgeordneten und Abgeordneten der CDU-CSU-Bundestagsfraktion, dass es etwas Bemerkenswertes ist, wenn Deutschland 7 Milliarden in diesem Jahr liefert, Frankreich 3 Milliarden, Großbritannien 2,5 Milliarden Dollar. Das zusammen macht die Kraft aus, aber Sie wissen, dass der deutsche Beitrag dafür auch ein guter, wichtiger Teil ist. Die zweite Nachfrage aus der CDU-CSU-Fraktion stellt Dr. Norbert Röttgen. Sehr geehrter Herr Bundeskanzler, ich möchte bei dem deutsch-französischen Verhältnis bleiben und auf eine konkrete Aussage von Ihnen vor der Presse am 26. Februar zu sprechen kommen. Ich darf Sie zitieren in dem Zusammenhang mit der Lieferung von Marschflugkörpern. Ich zitiere Sie: Das, was an Zielsteuerung von Seiten der Briten und Franzosen gemacht wird, kann in Deutschland nicht gemacht werden. Das wäre aus meiner Sicht etwas, das nicht zu verantworten wäre, wenn wir uns auf gleiche Weise beteiligen würden. Weiter heißt es, stellt sich die Frage, ob es zu einer Kriegsbeteiligung kommen kann durch das, was wir tun. Diese Ausführungen werfen die Frage auf, ob Sie der Auffassung sind, der völkerrechtlichen Auffassung, dass Frankreich und Großbritannien durch die Lieferung der Marschflugkörper Kriegsbeteiligte geworden sind. Wenn Sie diese Frage verneinen, stellt sich die Anschlussfrage, warum Sie die Gefahr sehen, dass Deutschland Kriegsbeteiligter würde, wenn Deutschland sich, wie Sie sagen, auf gleiche Weise verhalten würde, wie es Frankreich und Großbritannien tun. Das gehört zu dem, worauf ich vorhin schon angespielt habe. Mit Halbwahrheiten wird öffentliche Kommunikation betrieben. Ich habe Sie ja zitiert. Und deshalb will ich sehr konkret sein. Nein, durch die Lieferung der Waffen wird man nicht Kriegsbeteiligter. Niemand hat das gesagt, ich nicht und auch sonst keiner, den ich im verantwortlichen Umfeld der Bundesregierung kenne. Aber Sie haben einen Satz von mir zitiert und darauf will ich gern noch einmal rekurrieren. So wie das in Frankreich und Großbritannien gemacht wird, geht das für uns nicht. Und den wiederhole ich noch mal. Und was mich aber ärgert ist, sehr geehrter Abgeordneter, lieber Norbert, dass du alles weißt und eine öffentliche Kommunikation betreibst, die darauf baut, dass dein Wissen kein öffentliches Wissen ist. Ich glaube, das sollte in der Demokratie nicht der Fall sein. Also, da muss ich auch jetzt mal zu sagen können. Also, was ich weiß und nicht wissen kann. Ich erlaube jetzt ausnahmsweise, das darf ich, weil ich hier die Sitzungsleitung habe. Ganz kurz dürfen Sie reagieren. Kurz. Ich weise diese Unterstellung. Ich würde irgendetwas wissen, ich weiß gar nicht, wer mir dieses Wissen geben sollte, und würde das der Öffentlichkeit vorenthalten. Ich habe den gleichen Vorwurf gegen Sie, Herr Bundeskanzler, erhoben, dass Sie Ihre wahren Motive für Ihre Politik nicht erläutern, dass Sie immer neue Ausreden finden, die sich zum Teil wechselseitig widersprechen und ausschließen. Herr Röttgen. Und schon daraus, nachdem Sie ein Dreivierteljahr in dieser Frage geschwiegen haben, an der Parlamentsdebatte zu dieser Frage nicht teilgenommen und sich nicht erklärt haben und nun heute schon wieder in Ihrer Antwort wirklich widersprüchlich sich geäußert haben. Herr Röttgen. Sie haben klar erklärt, dass es wegen der deutschen Beteiligung an diesem Waffensystem zu einer Kriegsbeteiligung kommen würde und dass Sie es darum ablehnen. Und Frankreich und Großbritannien machen das Gleiche und Sie bestreiten, das ist ein erheblicher Unterschied. Darum sagen Sie hier nicht, ich muss diesen Vorwurf erheben, Sie spielen nicht mit klaren Karten und Sie zielen darauf ab, die Öffentlichkeit in dieser Frage zu täuschen, in einer Frage der europäischen und nationalen Sicherheit. Sie haben das Wort ebenfalls. Es ist nicht richtig und deshalb wiederhole ich noch mal. Aus meiner Sicht ist das eine sehr weitreichende Waffe. Diese Waffe könnte angesichts der Bedeutung, dass man die Kontrolle über die Ziele nicht verlieren darf, nicht ohne den Einsatz deutscher Soldaten eingesetzt werden. Das lehne ich ab. Die nächste Frage aus der SPD-Fraktion stellt Carmen Wegge.
Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrter Herr Bundeskanzler, unsere Demokratie steht unter Druck. Seit Jahren versuchen rechtsextreme Kräfte, den politischen Diskurs zu vergiften, und dabei richten sie sich auch häufig gegen rechtsstaatliche Institutionen. Und die Bundesinnenministerin hat jetzt ein Maßnahmenpaket zur Bekämpfung von Rechtsextremismus vorgelegt. Gleichzeitig gehen Hunderttausende Menschen jede Woche auf die Straße, um für Demokratie und für Vielfalt zu kämpfen. Und diese Menschen erwarten, auch meiner Meinung nach zu Recht, dass wir den Staat, die Demokratie gegen die Feindinnen und Feinde verteidigen. Und deswegen meine Frage an Sie und die Bundesregierung: Was kann die Bundesregierung tun, um dieses Land noch wehrhafter zu machen, diese Demokratie noch wehrhafter? Die Demokratie ist ein kostbares Gut. Sie beschützt uns. Die Demokratie muss deshalb auch wehrhaft sein. Nach außen, darüber diskutieren wir, aber natürlich auch nach innen. Und diejenigen, die die Demokratie zu unterhöhlen versuchen, müssen wissen, dass wir mit allen Möglichkeiten, die wir als Rechtsstaat haben, dagegen vorgehen werden. Und das ist das, was die Ministerin vorgestellt hat mit ihrem Paket. Das sind die Aktivitäten, die die Bundesregierung insgesamt plant, der Justizminister, die Innenministerin und viele gemeinsam. Und natürlich auch hier im Parlament gibt es viele Beratungen, die jetzt sich darauf richten, wie wir die unterstützen können, die in dieser Frage aktiv sein wollen. Alle können sich darauf verlassen. Es ist notwendig. Und ich will die Gelegenheit noch einmal nutzen, zu wiederholen, was auch hier schon viele richtigerweise gesagt haben. Was wir dort an Beratungen gehört haben, aus einer Villa in Potsdam, über Remigration, über die Spaltung der Gesellschaft, das ist eine Bedrohung für den Zusammenhalt unserer Gesellschaft. Und deshalb ist es auch richtig, dass wir konsequent gegen diejenigen vorgehen, die solche Pläne haben. Sie dürfen eine Nachfrage stellen. In anderen europäischen Staaten konnten wir ja beobachten, wie rechte und rechtsextreme Kräfte an die Macht gekommen sind und ganz schnell etwas getan haben, was hier in Deutschland nicht passieren darf. Und zwar haben sie die Unabhängigkeit der Gerichte unterhöhlt, haben die Freiheit der Presse eingeschränkt. Und deswegen meine Nachfrage an Sie: Was können wir als Deutschland denn daraus lernen? Wie können wir resilienter werden? Das würde ich gerne wissen. Die wichtigste Resilienz ruht in uns als Bürgerinnen und Bürger. Wir müssen uns gegen diejenigen wehren, die solche Pläne haben. Und das, finde ich, muss doch hier an dieser Stelle auch gesagt werden. Wir sind mehr. Die Demokratinnen und Demokraten in dieser Gesellschaft repräsentieren die große Mehrheit dieses Volkes. Und gleichzeitig bleibt es so, dass wir immer gucken müssen, wie wir unsere Gesetze weiterentwickeln können, damit wir stabil genug sind. Das gilt für die Demokratie und Medienfreiheit. Das gilt selbstverständlich auch für die Fragen, die sich mit unserer Gerichtsbarkeit beschäftigen. Allerdings bin ich sehr dafür, dass wir versuchen, einen gemeinsamen Angang aller demokratischen Parteien in dieser Frage zu wählen. Das ist keine Sache für Regierung gegen Opposition, sondern das kann nur miteinander gemacht werden. Aber da bin ich zuversichtlich. Die nächste Frage stellt aus der AfD-Fraktion Dr. Gottfried Curio. Herr Kanzler, nach 2 Monaten dieses Jahres haben wir wieder fast 50.000 Asylbewerber, macht im Jahr 300.000. Diese Hunderttausenden kommen jedes Jahr neu hinzu. Dabei ist Deutschland längst über der Belastungsgrenze. Und dennoch gab es auf der Ministerpräsidentenkonferenz wieder kein Umsteuern in der Migrationspolitik. Der katastrophale Status quo wird nur noch verwaltet. Thema Rücknahme durch Herkunftsländer. Kein robuster Einsatz der Druckmittel, Visahebel und Entwicklungshilfe. Das Musterabkommen mit Indien funktioniert nicht. Abschiebequote 0,1%. Dabei ist laut Asylgesetz ein Asylbewerber an der Grenze abzuweisen, wenn er aus einem sicheren Drittstaat kommt. Deutschland muss selbst bestimmen können, wer unser Land betritt. Dann ist das Problem gelöst. Wieso geschieht das nicht? Stattdessen immer neue Zuzugsanreize, Chancenaufenthalt für Aufenthaltsunberechtigte, Spurwechsel als Lohn der Lüge für Asylbetrüger, Turboeinbürgerungen. Wieso tun Sie nichts gegen die Überlastung Deutschlands, sondern lassen illegale Massenmigration zu Hunderttausenden jedes Jahr weiter zu, vielleicht um Ihre sterbende Partei durch Einbürgerungen zu retten? Herr Kanzler, bevor Sie antworten, Kollege,
Mir entfällt jetzt gerade der Name, aber Sie haben gerade gefilmt oder fotografiert? Haben Sie gerade gefilmt oder fotografiert? Dann bitte ich, das zu löschen. Das ist während der Plenarsitzung nicht erlaubt. Sie können jetzt antworten, Herr Bundeskanzler. Ich habe im letzten Jahr als Kanzler Sorge dafür getragen, dass Ihre Reden, die falsch sind, ins Leere laufen müssen. Das ist eigentlich der Sinn hinter den Diskussionen, die wir das ganze letzte Jahr geführt haben, auf drei Zusammenkünften der Regierungschefinnen und Regierungschefs der Länder mit dem Bundeskanzler, wo wir weitreichende Vereinbarungen getroffen haben, die auch vom Deutschen Bundestag fast alle schon umgesetzt und auf den Weg gebracht worden sind, genauso von der Bundesregierung, wo auch die Länder ihre entsprechenden Pakete übernommen haben, damit zum Beispiel Asylverfahren digitalisiert werden, damit die Entscheidung des BAMS schnell stattfinden können. Da hat der Haushaltsgesetzgeber auch mehr Geld für Digitalisierung und Stellen zur Verfügung gestellt, damit erstinstanzliche Verwaltungsgerichtsverfahren viel kürzer sind, als sie es heute sind. Und die Umsetzung dieser Sachen, einschließlich der Grenzkontrollen, die wir in Richtung Schweiz, in Richtung Österreich, in Richtung Tschechien, in Richtung Polen eingeführt haben, sollen dazu beitragen, dass wir alles das, was man vernünftigerweise, besonnen und ohne Schaum vom Mund beim Management der irregulären Migration machen muss, auch machen. Und genau das hat dazu geführt, dass wir jetzt die weitreichendsten Veränderungen seit 20, 25 Jahren auf den Weg gebracht haben. Ihre Rede geht ins Leere. Wir tun das, was richtig ist, aber wir erhalten gleichzeitig die Offenheit unserer Gesellschaft für die Zukunftsfähigkeit, die wir brauchen, damit unsere Wirtschaft wachsen kann, damit die Renten sicher sind und der Sozialstaat funktioniert. Sie dürfen eine Nachfrage stellen. Herr Kanzler, die Zahlen widerlegen vielmehr Ihre Rede. Die Zahlen sprechen für sich. Und es ist eben nicht so, dass es eine irreguläre Migration ist, sondern eine illegale. Da merkt man schon, wer mit Sprache manipulieren will, um die Probleme zu vertuschen, Herr Kanzler. Italien und Großbritannien haben längst Abkommen mit Drittstaaten zur externen Durchführung von Asylverfahren. Wieso schaffen Sie das nicht? Und zuletzt scheitern 2/3 aller Abschiebungen. Im neuen Gesetz dazu wird die Anzahl der Rückführungen pro Jahr tatsächlich nur um 600 verbessert. Wieso haben Sie die Bürger mit der Ankündigung von Abschiebungen im großen Stil darüber getäuscht? Wir haben mit den Ländern vereinbart, dass wir eine konkrete Untersuchung der Handlungsmöglichkeiten auch außerhalb des deutschen Territoriums vornehmen. Das ist im Gange. Es werden viele Expertinnen und Experten gehört, die dazu sich äußern. Und ich kann Ihnen nur sagen, die Sache ist nicht so einfach, was ja auch der Grund ist, warum es von anderen Staaten viele Ankündigungen gibt, aber keine konkrete Maßnahme, die dazu geführt hat, dass da mal was passiert. Und deshalb will ich Ihnen schon sagen, das, was wir hier lösen müssen, müssen wir schon selber hinkriegen. Und darum habe ich dafür gesorgt, dass es Migrationspartnerschaften mit vielen Herkunftsländern geben wird, die dann dazu beitragen, dass wieder zurückgenommen wird, wer hier nicht bleiben kann. Das ist wichtig. Und Schaum vom Mund überzeugt keine andere Regierung, sondern konkrete Verständigung, die man erzielt. Meine Regierung tut das. Der Beauftragte, den die Bundesregierung hat, die Innenministerin, die Außenministerin, der Bundeskanzler. Und wir werden das auch die nächsten Jahre tun. Sie können sicher sein, das, was vernünftige Politik machen kann, wird in Deutschland gemacht. Das, was man mit Schaum vorm Mund machen kann, das wird nie passieren, aber immer von Ihnen vorgetragen werden. Die Zahlen werden schon zurückgehen. Und dann müssen Sie noch mal Ihre eigenen Reden Herr Bundeskanzler, das Wort zur nächsten Frage hat jetzt aus der Fraktion Bündnis 90 Die Grünen Sarah Nanni. Ja, danke schön, Frau Präsidentin, Herr Bundeskanzler. Wir haben im Bundestag einen Antrag beschlossen zum Jahrestag 2 Jahre Vollinvasion. Der Krieg geht aber schon seit 10 Jahren, Russlands gegen die Ukraine. In dem Antrag wurde auch formuliert, was falsch gemacht wurde nach dem ersten Angriff auf die Ukraine. Deswegen frage ich Sie, was müssen die Deutschen, was müssen die europäischen Partner, die Freunde der Ukraine diesmal anders machen, um die Fehler im Umgang mit Russland nicht zu wiederholen? Nach diesem furchtbaren, brutalen Angriff Russlands auf die Ukraine habe ich sehr bewusst von einer Zeitenwende gesprochen. Und damit habe ich klargemacht, dass Russland mit seinem Angriffskrieg
aufgekündigt hat, was die Friedens- und Sicherheitsarchitektur Europas für viele Jahrzehnte bestimmt hat, was die Grundlage unserer Verständigung in den Vereinten Nationen ist über Frieden und Sicherheit, nämlich, dass Grenzen mit Gewalt nicht verschoben werden dürfen. Und darum haben wir daraus Schlüsse gezogen. Zum Beispiel, wir geben 2% der Wirtschaftsleistung für Verteidigung aus, wir verstärken die NATO. Zum Beispiel, wir sorgen dafür, dass wir eine leistungsfähige Verteidigungswirtschaft haben, danach ist gefragt worden, die in der Lage ist, im Miteinander mit der Bundeswehr dafür Sorge zu tragen, dass wir immer in der Lage sind, uns zu verteidigen. Auch das ist ja wichtig, auch wenn es lange dauert und dass wir andere unterstützen können, wie das jetzt im Fall der Ukraine notwendig ist. Und dazu zählt auch, dass wir mit der Ukraine eine ganz konkrete Sicherheitsvereinbarung abgeschlossen haben, wie wir es als G7-Staaten in Vilnius angekündigt haben. Es haben sich mittlerweile, glaube ich, 21 weitere Staaten dieser Absicht angeschlossen und Stück für Stück werden solche Vereinbarungen geschlossen. Die von Großbritannien, Deutschland und Frankreich liegen schon vor, viele andere auch und weitere kommen. Das ist genau eine Antwort auf Ihre Frage. Sie dürfen eine Nachfrage stellen. In dem Antrag wurde auch gefordert, dass die Bundesrepublik weitreichende Waffensysteme liefern sollte. Es wurde im Antrag auch begründet, warum das wichtig ist, damit die Sicherheit der Ukraine auf Dauer gewährleistet werden kann. Sie haben ja gerade erläutert, dass Sie dem Antrag auch zugestimmt haben. Was folgt explizit aus diesem Punkt für Sie? Wir müssen auch weitreichende Waffen liefern. Wir sind ja die Ersten gewesen, die das auch gemacht haben, zusammen mit den USA und mit unseren Mars-Raketenwerfern. Und selbstverständlich geht es darum, dass man nicht nur 20 Kilometer weit, sondern auch 80 oder 100 oder 150 Kilometer weit militärische Interventionen zur Verteidigung der Ukraine ermöglichen können soll. Und das ist etwas, womit wir als Erste angefangen haben. Und selbstverständlich sind die vielen Beschaffungsinitiativen, die wir jetzt machen, auch außerhalb Europas darauf gerichtet, wie kriegen wir das hin, dass auch Waffen und Munition geliefert werden kann, die weiter als 50 oder 80 oder 100 Kilometer reicht. Denn das ist ja der Bereich, um den es da im Wesentlichen geht. Die nächste Frage stellt aus der FDP-Fraktion Reinhard Hu. Frau Präsidentin, Herr Bundeskanzler, in vielen Bereichen der kritischen Infrastruktur kommt es derzeit zu Streiks. Die Belastungen für Bürgerinnen und Bürger sind inzwischen enorm. Nach Berechnungen des IW Köln ist bereits jetzt ein wirtschaftlicher Schaden in Milliardenhöhe entstanden. In anderen Ländern der Europäischen Union gibt es verbindliche Regelungen zu Streiks. Gerade in Bereichen der kritischen Infrastruktur wäre ein solcher Weg für Deutschland nicht auch angebracht? Aus meiner Sicht nein, um es sehr klar zu sagen. Wir haben ein Gebot im Grundgesetz, dazu zählt die Koalitionsfreiheit und damit auch das Streikrecht. Das hat schon die Weimarer Verfassung geprägt und das ist als demokratisches Recht von Gewerkschaften und Arbeitnehmern und Arbeitnehmern erkämpft worden. Wir haben in der Vergangenheit Entscheidungen getroffen, die bestimmte Bereiche öffentlicher Infrastruktur, die im Hoheitsbereich des Staates waren und von Beamten bewältigt worden sind, privatisiert haben oder in privatrechtliche Strukturen in öffentlichem Eigentum überführt haben. Aber damit haben wir auch die Entscheidung getroffen, dass das Streikrecht gewissermaßen dort auch möglich ist. Es kommt immer darauf an, dass alle von ihren Möglichkeiten auch einen guten Gebrauch machen. Das motiviert Ihre Frage, das versteht sich, aber trotzdem ist mir dieses Verfassungsgebot doch sehr wichtig. Sie dürfen eine Nachfrage stellen. Herr Bundeskanzler, ich möchte nur darauf hinweisen, dass wir ja europäische Nachbarn haben, die es schon in der Verfassung, aber eben auch in einem Gesetz entsprechend implementiert haben. In dem Zusammenhang möchte ich zwei Fragen stellen. In der bisherigen Regelung ist es natürlich so, dass die Tarifparteien eine gewisse Grundversorgung sicherstellen. Also ich sage zum Beispiel Notoperationen in Krankenhäusern. Wäre die Frage, ob man das nicht auch gesetzlich regeln sollte. Und zweitens möchte ich auch vor der aktuellen Debatte, die wir eben geführt haben, die Frage stellen, militärische Güter werden hauptsächlich durch die Eisenbahn transportiert. Haben wir nicht die Sorge, dass die so viel beschworene und richtige Versorgung der Ukraine mit Waffen durch Streikmaßnahmen in Deutschland behindert wird?
Ich will das noch einmal sagen. Deutschland ist ein Land, das nicht nur das von der Sozialpartnerschaft geprägt ist, mit einer Konsequenz. Wir sind das Land mit den wahrscheinlich wenigsten Streiks in Europa oder ziemlich dicht dabei. Es gibt in anderen Ländern viel mehr Streiks und Tarifauseinandersetzungen. Und mancher Manager in Deutschland freut sich sehr, dass es nicht so zugeht wie in anderen Ländern, wo man manchmal auch schnell wegkommen muss. Das passiert bei uns eigentlich nie. Und insofern, finde ich, können wir auf diese Sozialpartnerschaft nicht nur stolz sein, sondern auch auf sie setzen. Und dazu gehören ja solche Regelungen, wie Sie sie angesprochen haben, dass natürlich niemals eine Gewerkschaft ein Krankenhaus bestreikt und die Kranken gefährdet. Und das Gleiche gilt auch für andere Dinge. Das muss immer dazugehören, dass man dafür sorgt, dass nicht das Land und dass nicht Menschen gefährdet werden. Ich glaube, wir können uns auf die Gewerkschaften in Deutschland in dieser Hinsicht verlassen. Die nächste Frage stellt für die Gruppe Die Linke Heidi Reichenick. Ja, vielen Dank. Herr Bundeskanzler, es ist ja in den letzten Monaten sehr, sehr, sehr ruhig um das Thema Kindergrundsicherung geworden. Und ich dachte mir, dieser prominente Platz ist dann nochmal genau richtig, um dieses wichtigste sozialpolitische Projekt der Ampel zu thematisieren. Der Gesetzentwurf liegt ja seit September letzten Jahres vor. Und alle Experten und Verbände sind sich einig, der reicht nicht, um wirklich effektiv gegen Kinderarmut vorzugehen. Da waren die Rückmeldungen wirklich verheerend. Deswegen von mir die konkrete Frage: Wie soll der vorliegende Gesetzentwurf wirklich gegen Kinderarmut helfen und vor allen Dingen, wann geht es endlich mal weiter bei diesem wichtigen Herzensprojekt der Ampel? Wie Sie ja berichtet haben, hat die Bundesregierung einen Gesetzesantrag an den Deutschen Bundestag gerichtet auf die Einführung einer Kindergrundsicherung. Und darüber wird jetzt im Parlament sehr qualifiziert, sehr intensiv und unter Anhörung aller Beteiligten und Verbände beraten. Das ist auch genau der richtige Weg, wie man mit einem so fundamentalen Gesetzesvorhaben umgehen muss. Und dazu gehört natürlich auch, dass immer genau hingehört wird, was alle so sagen. Allerdings will ich Ihrer Einschätzung widersprechen, dass da nicht sehr viel für Kinder mit verbunden ist, zumal wir ja doch die substanziellsten Fortschritte für Kinder in dieser Legislaturperiode auf den Weg gebracht haben. Ich darf noch mal erinnern, wir haben das Kindergeld für das erste, zweite und dritte Kind auf das gleiche Niveau wie für die weiteren angehoben. Zunächst auf 250 Euro. Das war ein riesiger Schritt. Eine solche Erhöhung hat es noch nie vorher gegeben. Und ich bin froh, dass wir das gemacht haben. Und wir haben für die Kinder erwerbstätiger Eltern, wo die Eltern nicht genug verdienen, den Kinderzuschlag auch zunächst in dem gleichen Schritt auf diese Größenordnung von 250 Euro angehoben. Weil es ja nicht sein kann, dass fleißige Eltern, die wenig verdienen, nicht genug für ihre Kinder tun können. Das ist das, was wir mit dieser Reform auf den Weg gebracht haben. Diese Sätze entwickeln sich auch, wie sich das gehört, immer ordentlich weiter. Aber das ist ja schon mal ein ganz substanzieller Schritt, der Ihnen vielleicht beweisen könnte, die Zukunft der Kinder und auch die Zukunft der Kinder in Familien, die nicht viel Geld verdienen, liegt uns sehr am Herzen. Genau deshalb haben wir diese Reform gemacht und dem Bundestag ein Reformpaket vorgeschlagen, von dem die Regierung natürlich überzeugt ist. Sie dürfen eine Nachfrage stellen. Der Preise und der Inflation war das im Ende ein Inflationsausgleich, was Sie da geliefert haben. Das ist natürlich ein guter Anfang, aber Sie wollten einen Paradigmenwechsel und deswegen auch die Kindergrundsicherung. Jetzt haben wir einen Gesetzentwurf mit einer Höhe von 2,4 Milliarden, davon 500 Millionen allein Verwaltungskosten. Das Einzige, was Sie also gerade geschaffen haben, ist eine wirklich verdammt schlechte Verwaltungsreform. Das Geld wird kaum bei Kindern und Familien zu Leistungserhöhungen führen und die sind zwingend notwendig, um aus der Armut herauszukommen. Deswegen frage ich Sie nochmal, woran hakt es denn, dass Sie da keine höheren Beträge einstellen können? Liegt das am Sozialmoratorium von dem Finanzminister Lindner oder liegt das daran, dass die Familienministerin sich nicht durchsetzen konnte? Ist das wirklich alles, was Sie hier zu bieten haben? Also wir haben sehr viel zu bieten. Ich habe die Dinge genannt und will sie nicht noch einmal wiederholen. Da ist ja auch noch eine große Arbeit vor diesem Haus und auch für Sie als Abgeordnete, das Ding jetzt auch zu beraten und die notwendigen Beschlussfassungen herbeizuführen und die Details zu besprechen. Aber ich will noch einmal sagen, das sind sehr weitreichende Reformen. Und das Wichtigste, was wir machen können, ist doch immer zu gucken, wie kommen alle gut zurecht, auch diejenigen, die wenig verdienen. Das Beste gegen Kinderarmut ist die Berufstätigkeit der Eltern.
Wir wissen, dass wenn ein Elternteil berufstätig ist, das sofort zu einem Rückgang der Kinderarmut beiträgt. Und deshalb ist es auch bedeutend, dass wir mit den Schritten, die wir beschlossen haben, genau das immer im Blick hatten und auch weiter haben werden. Nochmal, Kindergelderhöhung, Kinderzuschlag für Erwerbstätige, für Kinder von erwerbstätigen Eltern, die wenig verdienen. Ich will noch mal in Ihre Erinnerung rufen, die Erhöhung des Wohngeldes, alles zusammen trägt dazu bei, dass es besser läuft. Und nicht zu vergessen, weil es ja um Arbeit geht, die so wichtig ist, wir haben den Mindestlohn erhöht, wir haben dazu beigetragen, dass im unteren Einkommensbereich mehr verdient wird. In dem unteren Einkommensbereich sind die Einkommenssteigerungen im letzten Jahr die größten gewesen. Was für eine Leistung dieser Regierung. Die nächste Frage stellt aus der CDU-CSU-Fraktion Mechthilde Wittmann. Frau Präsidentin, Herr Bundeskanzler, der Bundeshaushalt speist sich zu ganz Wesentlichen aus Steuereinnahmen und von dem von Ihnen heute schon zitierten Eid umfasst es natürlich auch der sorgfältige Umgang mit diesen Steuereinnahmen. Und deswegen ist es für uns von Interesse, wie damit umgegangen wird, wenn unter Umständen mit einem dann sich herausstellenden Steuerschuldner der Umgang gepflegt worden ist. Ich darf Sie deswegen fragen, wie es denn sein kann, dass Sie sich bei Ihrem ersten Auftritt im Hamburger Untersuchungsausschuss gleich 40 Mal nicht an Treffen oder Umgang mit Christian Olearius, heute Beklagter, in einem Cum-Ex-Steuerskandal erinnern konnten. Beim zweiten Mal war es dann schon 50 Mal. Aber Ihr Kanzleramtsminister, damaliger Staatssekretär Wolfgang Schmidt, sich so gut erinnern konnte, dass er eine E-Mail schrieb an einen Reporter des Hamburger Abendblatts. Ich darf zitieren. Der Clou an Scholz' Handlung war doch genau das. Er hat Olearius gegenüber eine Handlung simuliert und tatsächlich nichts gemacht und verhindert, dass irgendein Einfluss genommen wird. Deswegen meine Frage, war Herr Schmidt anwesend bei den Treffen? Konnten Sie ihm aus dem Treffen berichten und er konnte sich sehr exakt erinnern? Oder woher kam auch seine Kenntnis, dass Sie simuliert hätten? Zunächst mal kann ich nicht die vielen E-Mails von Freunden und Mitarbeitern von mir kommentieren, sondern das Einzige, was ich Ihnen sagen kann, alles zu diesem Thema ist gesagt, mehrfach gefragt und erörtert worden. Es hat einen Untersuchungsausschuss gegeben, der das sehr sorgfältig bewertet hat, nichts rausgekriegt hat und deshalb nochmal diese klare Aussage, es ist nichts rausgekommen. Und wenn Sie 100-mal die gleiche Frage stellen, kriegen Sie auch 100-mal die gleiche Antwort, übrigens auch hier bei dieser Parlamentsbefragung. Sie haben die Möglichkeit zu zwei Nachfragen. Ich freue mich sehr über eine weitere Nachfrage zu diesem Thema. Nämlich, wenn Sie so gar keine Bedenken haben, wie Sie gerade geäußert haben, dann ist doch ein Untersuchungsausschuss in diesem Parlament für Sie sehr befreiend, weil er genau diese Erkenntnis nur zutage fördern kann aus Ihren Gedanken. Und deswegen darf ich Sie weiterfragen. Wieso möchten Sie dieses ureigenste Recht der Legislative, übrigens ein Recht, das wir durch Absenkung des Quorums während der Großen Koalition auch der kleineren Opposition immer zugestanden haben, durch die Exekutive offenkundig beschneiden oder aber beeinflussen? Denn der rechtliche Vertreter der Bundesregierung hat um Schriftsatzfrist beim Bundesverfassungsgericht in dieser Sache nachgefragt. Zunächst mal ist es ein Parlamentsrecht und deshalb gestatten Sie mir, dass ich mich mit Kommentierung zu dieser Frage als Vertreter der Regierung etwas zurückhalte. Aber ich will Ihnen gerne einen Vorschlag machen. Versuchen Sie mal, all das nachzuvollziehen, was in Hamburg sorgfältig untersucht wurde. Alle die Unterlagen, die dort gesichtet worden sind. Sie werden 2 Jahre Ihres Lebens mit Lesen verbringen und hinterher rauskriegen, was auch andere rausgekriegt haben. Da lässt sich nichts finden. Und Sie dürfen noch eine zweite Nachfrage stellen. Liebe, nochmal, das ist durch die Besetzung des Arbeitsstabes auch so ein Stück weit sichergestellt worden. Es darf ich natürlich direkt nachfragen. Sie wollen sich als Exekutive zurückhalten, richtig? Dann darf ich Sie nachfragen. Warum wurde denn dann im Bundeskanzleramt ein Rechtsgutachten durch die Exekutive erstellt, dies in der Legislative lediglich der Regierungsfraktion zugute gekommen ist oder zur Verfügung gestellt worden ist, die genau diese Fragen nämlich gefragt hat, ob es rechtskonform ist, dieses Verhalten zu können, wenn Sie doch aus der Exekutive hier keinen Einfluss nehmen können und wollen? Die Regierung kann und muss sich zu allem eine Meinung bilden, möglichst eine fachlich begründete. Im Übrigen bleibt es ein Parlamentsrecht.
Und der nächste Fragesteller ist Andreas Mehltretter für die SPD-Fraktion. Sehr geehrter Herr Bundeskanzler, in den vergangenen 2 Jahren sind wir aufgrund des russischen Angriffskriegs und der deswegen stark gestiegenen Gaspreise vor großen energiepolitischen Herausforderungen gestanden. Von einigen wurde sogar die Energiesicherheit infrage gestellt. Diese Befürchtungen haben sich nicht bewahrheitet. Die Energieversorgung war durchgehend gesichert und die Preise für Strom und Gas sind im Laufe des letzten Jahres auch wieder deutlich gesunken. Welche Aktivitäten der Bundesregierung haben aus Ihrer Sicht dazu beigetragen? Und was sind die entscheidenden Stellschrauben, damit wir diesen Weg erfolgreich weitergehen und für dauerhaft bezahlbare Energiepreise für Haushalte, Mittelstand und Industrie sorgen können? Zunächst mal ging es nach dem Stopp der russischen Gaslieferung und der damit auch verbundenen dramatischen Steigerung von Preisen darum, dass wir die tatsächliche Energieversorgung in Deutschland gewährleisten können. Und deshalb haben wir in kürzester Zeit an den norddeutschen Häfen in Wilhelmshaven, in Stade, in Brunsbüttel und in Mukran jetzt dazu beigetragen, dass Infrastrukturen existieren, die uns in die Lage versetzen, aus anderen Quellen Gas nach Deutschland zu transportieren, neben mehr Gas, das wir aus Norwegen importieren, neben der Nutzung der westeuropäischen Häfen, insbesondere unserer Nachbarländer Niederlande und Belgien. Und das werden wir auch weitermachen, weil das die Grundlage dafür ist, dass wir die sinkenden Preise, die auf den Weltmärkten mittlerweile realisiert werden, auch durchschlagen. Wenn man die Futures anguckt für 2025 und die folgenden Jahre, wird man sehen, dass sowohl beim Strom als auch bei den Gaspreisen wir Vorkrisenniveau erreichen. Und das ist sicherlich eine gute Botschaft im Hinblick auf die dramatische Herausforderung, vor der wir gestanden haben. Die zweite Aufgabe, und die Beantwortung werde ich dann der Nachfrage überlassen. Die zweite Aufgabe ist, dass wir dafür sorgen, dass wir ein Energiesystem in Deutschland etablieren, das in der Lage ist, dauerhaft mit erneuerbarer Energie und ohne Klimaschädigung die Versorgung unseres starken Industrielandes zu gewährleisten mit bezahlbaren Preisen. Das haben wir auch auf den Weg gebracht. Herr Mehltretter, Sie dürfen eine Nachfrage stellen. Ja, Sie haben die Rolle der Erneuerbaren bei den Strompreisen angesprochen, die ja dafür sorgen, dass die Strompreise auch wieder sinken. Die aktuellen Zahlen des Statistischen Bundesamts weisen für 2023 einen Anteil der Erneuerbaren von 56% an der Stromerzeugung aus. Windkraft macht dabei zum ersten Mal mit insgesamt 31% den wichtigsten Energieträger für die Stromerzeugung in Deutschland aus. Wie beurteilen Sie diese Entwicklung und was gibt es aus Ihrer Sicht dort noch zu tun? Wenn wir aussteigen und wir sind ausgestiegen aus Atomenergie und Kohleverstromung, dann müssen wir irgendwo einsteigen. Und das ist jahrelang nicht erfolgt, aber mit neuem Tempo in Deutschland jetzt gelungen. Mit vielen Gesetzen, die auch der Deutsche Bundestag beschlossen hat, hat es die Regierung, hat es auch der Wirtschaftsminister geschafft, dafür zu sorgen, dass Tempo in die Sache gekommen ist. Ich finde das eine gute Entwicklung. Deshalb haben wir bessere Genehmigungszahlen bei Offshore-Wind, Onshore-Wind, bei Solarenergie, bei Biomasse. Deshalb bauen wir mit einem neuen Tempo das Übertragungsstromnetz aus. Auch da kommt jetzt eine endgültige Planung für das Jahr 2045 zum Tragen mit weiteren Ausbauplanungen für das endgültige Stromsystem. Wir haben mit der Kraftwerksstrategie dafür gesorgt, dass 24 Stunden am Tag, 7 Tage die Woche der Strom zur Verfügung steht, auch wenn es gerade nicht weht und die Sonne nicht scheint. Und wir sorgen dafür, dass wir mit einem privatwirtschaftlich investierten Wasserstoffnetz dazu beitragen, dass in Zukunft die Industrie auf diese wichtige Quelle zurückgreifen kann, wenn Strom und Wasserstoff die entscheidende Rolle in unseren industriellen Prozessen spielen werden. Martin Renner ist der letzte Fragesteller in der Befragung der Bundesregierung. Dankeschön. Sehr geehrter Herr Bundeskanzler, in Ihrem Video Kanzler Kompakt mit dem Titel für einen friedvollen Ramadan vom 10.3., also gerade mal vor drei Tagen, sprechen Sie noch immer von, und ich zitiere Sie, von Berichten über rassistische Deportationspläne Rechtsextremer. Sie sind mit der Geschäftsführerin von Korrektiv, Frau Gusko, wenige Tage vor, ich betone vor, dem sogenannten Potsdamer Geheimtreffen zusammengekommen. Mittlerweile ist deutlich geworden, auch durch ein Gerichtsverfahren,
dass es solche Bemerkungen nie gegeben hat. Ist es Ihre gewollte Absicht, diesen unhaltbaren und diskreditierenden, längst widerlegten Unterstellungen und Konstrukten auch und gerade durch Ihr hohes Amt Glaubwürdigkeit und Aufmerksamkeit zu geben, um die konzertierte und konstruierte Strategie gegen die Opposition zum Ziel zu bringen? Ja, was heißt lieber Himmel? Also, ja, ich würde gern dem Zuruf auf dem Parlament nochmal Ausdruck verleihen. Ach du lieber Himmel. Also, tatsächlich ist es so, da ist was ganz Schlimmes passiert in dieser Villa in Potsdam. Und alle, die dafür Verantwortung haben, müssen auch diese Verantwortung tragen und können jetzt nicht plötzlich versuchen, sich da rauszureden. Dieses Land darf nicht gespalten werden. Und es darf nicht der Plan gefasst werden, dass man Menschen aus diesem Land vertreibt, die deutsche Staatsbürger sind, die jahrelang hier leben, die hier Kinder haben, die jeden Tag arbeiten und Steuern zahlen. Das werden wir nicht akzeptieren. Und Sie haben noch die Möglichkeit zu einer Nachfrage. Das Paradoxon der Demokratie bedeutet, dass man mit Hilfe demokratischer Instrumente die Demokratie tödlich verwunden kann. Kennen Sie als ehemaliger linker Aktivist, denn Linksradikale sind ja immer Aktivisten, und sehen Sie sich durch solche wahrheitswidrigen Agitationen, die wir gerade besprochen haben, als ein Experte des demokratischen Paradoxons? Das würde mich interessieren. Mich interessiert, wie wir es schaffen, dass wir dafür Sorge tragen, dass diejenigen, die unser Land und die Demokratie in diesem Lande auf diese Weise angreifen, wie es dort beraten ist und wie es auch viel zu viele tun, dass die keinen Erfolg haben können in dieser Gesellschaft. Und deshalb bin ich sehr, sehr, sehr davon überzeugt, dass das, was Sie jetzt als Ausrede versuchen, Ihnen nicht helfen wird. Die Bürgerinnen und Bürger haben verstanden, tatsächlich Ihre Partei hat viele Mitglieder und auch viele führende Mitglieder mit politischen Konzepten, die zum Miteinander und zur politischen Perspektive einer gut funktionierenden Demokratie nicht passen. Und damit beenden wir die Befragung der Bundesregierung und ich gucke mir das noch mal an. Vielen Dank. Jetzt sind wir bei der Beendigung der Befragung und wir kommen zum Tagesordnungspunkt 2. Wir kommen zum Tagesordnungspunkt 2 der Fragestunde.